Der Kontakt des Hexers in Velen sollte Hendrik sein, ein Spion des Kaisers, der in dem kriegsversehrten Land inkognito operierte. Sein Auftrag lautete, Informationen über Ciri zu beschaffen. Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu Witcher 3. Ja, wunderbar, Leute. Ist das ein wunderschöner Einstieg hier? Kann es schöner sein? Es geht kaum schöner, oder? Und warte mal, mich irritiert gerade irgendein bisschen was. Oben am Bildschirmrand, da pulsiert irgendwas. Das ist bestimmt wegen unserer Lebensleiste, oder? Ja, stimmt. Deswegen gehen wir mal ganz kurz mal in die Meditation. Einige haben mir geschrieben beim letzten Part, da habt ihr natürlich vollkommen recht, dass ich natürlich mit Lebensmitteln mich heilen kann und so weiter. Das würde ich allerdings... Okay, die Ränder sind am... Die Sachen am Rand sind weg. Das würde ich allerdings nur wirklich im Kampf machen. Weil hier, ey, ganz kurz meditieren, da sparst du dir die Sachen, da bin ich viel zu geizig für, dass ich das jetzt hier außerhalb auch noch mache. Aber im Kampf habt ihr natürlich recht, wir haben ja noch Brote ausgewählt. Oben. Auf dem Steuerkreuz. Oh, was ist hier denn passiert? Ein altes Schlachtfeld. Warte mal. Ich glaube, das ist sogar wieder hier der Stuff, den ich für Schwalbe brauche, oder? Nee, doch nicht. Ey, was streunert denn da rum? Was streunert da rum? Oh shit, man, die sind Level 9. Ja, natürlich zaubere ich. Ich bin ein Hexer. Ich rette dir aber auch gleichzeitig den Arsch, du dieser Pisser. Boah, Alter. Und irgendwie habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, ist dieser Feuerzauber einfach mein Lieblingszauber. Was haben wir denn noch hier? Schutzschild. Komm schon, den mach ich fertig, ja. Ey, schon ist mein Schutzschild weg, oder was? Das hat er schon kaputt geblockt. Das ist nicht cool von dir. Ey, der hält aber auch aus, ey. Was jetzt, du Stück Dreck? Ey, der hält aus. Kann ich den überhaupt besiegen jetzt mal ohne Scheiß? Irgendwie habe ich das Gefühl, da hätte er irgendwie so einen Rüstungsbalken, sag ich mal, einfach. Ey, ohne Witz, der nimmt nicht ab vom Balken, oder? Nimmt der eher wieder zu, Sanne? Irgendwie. Vielleicht auch wegen dem Zeichen auf dem Kopf, dass er mir einfach noch viel zu stark ist. Warte mal ganz kurz, ich würde ganz kurz hier ins Bestarium. Gule. Was ist das? Okay, nur das Öl, das ging die ganz gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann die nicht besiegen. Ach, der heilt sich auch die ganze Zeit, aber warum? Jetzt checke ich die Zahlen. Warum heilt er sich die ganze Zeit? Der andere auch? Ne, der nicht. Der heilt sich nicht. Thank you.
Jetzt heilt er sich wieder! Der Penis! Jetzt heilt der andere sich wieder nicht. Ich hau ab. Ihr kommt schon zurecht. Ihr kommt schon ohne mich zurecht. Hä? Irgendwie. Scheiße, Mann. Was hätte ich denn da machen müssen? Ich will die aber auch jetzt nicht irgendwie sterben lassen. Beziehungsweise, ganz ehrlich, ich will mir eigentlich nur die Erfahrungspunkte der Monster krallen. Dann halt nicht. Ich wundere mich ja immer, dass... Hexenjäger? Okay. Ich wundere mich ja immer, dass das hier kein Clown ist oder so. Kein Diebstahl ist. Ey, Mädchen, tu mir jetzt nicht so, als wenn ich dich irgendwie jagen würde oder so. Leute kommen auf falsche Ideen. Zwielichtiger Händler. Hast du Interesse an einem Passierschein? Hier gibt es die billigsten. Über was für Passierscheine reden wir hier? Das weißt du nicht. Die Redanier halten alle Pforten über den Panta. Ohne Passierschein kommt keiner durch. Aber du hast Glück. Ich hab noch ein paar zu verkaufen. Was? Dafür könnte ich mich als Radovid verkleiden und eine vergoldete Kutsche kaufen. Was soll ich machen, wenn du es dir nicht leisten kannst? Nein, danke. Hey, halt mal. Ich hätte vielleicht etwas Arbeit für dich. Wenn du die gut machst, gehe ich mit dem Preis runter. Was für Arbeit? In der Nähe, ein Stück im Südosten, hat mein Schwager sein Geschäft. Er reinigt mit seinen Leuten die Schlachtfelder. Leider hat er dauernd Ärger mit diesem Geschmeiß. Du weißt schon, Monster, die von Leichen angezogen werden. Beschütz ihn. Dann kriegst du einen hübschen Rabatt. Ah, erforderliche Täuschungsstufe. Wie kann ich mir das denn besorgen? Scheiße. Nee, dann erstmal mit Schilder. Gut. Mal sehen, was ich tun kann. Oh Mann, Du kann schon ich den... wieder. Willst du einen Schein? Ich mach dir einen Sonderpreis. Ich kann das auch noch. Täuschungsstufe. Na gut. Okay, alles klar. Warte mal, haben wir nicht sogar noch einen Punkt zum Ausgeben? Nee, haben wir nicht, ne? Täuschungsstufe. Das war das Zeichen, ne? Nee. Oder? Hier war das Zeichen. Oh, shit. Na gut, dann lassen wir den Typen jetzt erstmal der Typ sein. Aber irgendwie haben die Händler... Ey, ich muss unbedingt Händler werden, Leute. Wenn ich so eine geile Friese dadurch bekomme, dann komme ich ja noch besser an als Geralt und Ezio zusammen, bei den Weibern. So, du kleiner Pisser. Nun, Hexer, hast du deine Aufgabe erfüllt? Warum kümmert ihr Priester euch erst jetzt um die Gefallenen? Die Lebenden sind die vornehmste Pflicht der Kirche des ewigen Feuers. Du machst dir keine Vorstellung von der Arbeit, die wir direkt nach der Schlacht geleistet haben. Die Verwundeten brauchten Hilfe, die Flüchtlinge geistlichen Zuspruch. Messen mussten gelesen, Spenden eingesammelt werden. Das freut mich zu hören. Was hätten die Leute nur ohne euch getan? Ja, wer sollte sonst die Spenden einsammeln? So, ich habe mich um die Gräber gekümmert. Sehr interessant. Eine der Leichen war noch lebendig und sehr gesprächig. Wie meinst du das? Einer der Fistech-Händler hat überlebt. Und der hatte eine hochinteressante Geschichte zu erzählen. Ah, faszinierend. Ich würde dir diese Geschichte abkaufen. Für immer. Exklusiv. Nein.
Wir sind die bestechlich. Du kannst mich anheuern, aber todsicher nicht kaufen. Ah, eine Sackgasse. Dann ist es wohl das Billigste, dich zu töten. 3 gegen 1, das schaffen wir. Hexer oder nicht. Auf ihn! Oh, shit! Komm du erstmal her. Beschädigte Gegenstände. Nein! Nicht jetzt! Kann ich das mitten im Kampf machen? Warte mal. Hier. Alchemie und Handwerker, wir hatten doch so ein Zeug. Wir hatten doch so ein Zeug zum Reparieren, oder? Ach du Kacke. Ich weiß es nicht mehr. Alchemie, Handwerk, andere Gegenstände. Ich bin der Meinung, hatten wir uns nicht ein Reparaturkit sogar gekauft selber? Ah, scheiße, Leute. Natürlich jetzt ausgerechnet nach dem ersten Schlag schon. Ich könnte versuchen, die alle mit der Magie fertig zu machen. Plus ab und zu mal ein paar Schläge. Dann bleibt wohl nichts anderes übrig. Komm her, dann zeig ich dir, wie tot ich bin. Alter, ich mach nur noch 21 Schaden. Oh, scheiße, Mann. Bam, Alter, boah! Niemals. Komm noch runter jetzt, Wache. Und das Brot ist wohl... Ey, das heilt mal fast gar nichts, ey. Ja, ich sag doch, ich mach euch auch so platt. What the fuck, Mann? Du willst es wissen, oder? Brenn, du Sackrat! Boah! Was für ein Finisher! Sowas gibt's hier auch? Geil, Mann! Yeah, 200 Kronen. Yeah, yeah! Ich find's so geil. Okay, Leute. Okay. Alter, hier liegt er noch in 2 Teile gekloppt. Haben die gar nichts bei sich? Was für miese Pisser sind das denn? Okay, so, hätten wir das erledigt, Leute. Wie gesagt, ich finde die Nebenmission saugeil. Die machen auf jeden Fall Bock. Mir machen sie auf jeden Fall Bock. Ich hoffe, euch auch natürlich. Das ist jetzt auch kein Spiel, wo man jetzt durchrennen sollte. Auch wenn es natürlich ein bisschen was anderes ist als Let's Play und Privatsong. Da kannst du ja noch mehr. Bei Privatsong kannst du ja noch mehr einfach mal durch die Gegend rennen. Sinnlos. Aber ja. Egal. Ja, kurz auf die Karte gucken. Ich weiß, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich dachte, wir hätten irgendwas zum Reparieren. Puh, wir müssen dorthin.
gedacht, ich guck mal, ob ich vielleicht hier irgendeinen Schmied finde oder sowas, aber ne. Auch das Thema hatten wir schon. Darüber reden wir, wenn du ein bisschen älter bist. 18 plus. Nee, das machen die schon alleine. War natürlich auch so klar, dass in dem Kampf plötzlich mein Schwert in den Arsch geht. Das war so klar, das musste ja auch sein. Naja. Ist schon ganz geil gemacht. Hilfe! Wieso schickt er mich denn da rum? Ach, deswegen. Mr. Bruder. Ich suche einen Mann. Nennt sich Hendrik. Was willst du von ihm? Ich möchte mit ihm reden. Worüber? Gib mir was Starkes zu trinken. Verschwinden. Zur Hintertür raus. Wir kriegen Gesellschaft. Wer ist das? Wirt! Wodka! Wer ist das? Sieht aus wie ein tapferer Krieger. Hat zwei Schwerter. Hey, Grauhaar! Warum hast denn du zwei Schwerter? Bestimmt hat er auch einen zweiten Schwanz in der Hose. Bist du taub? Spuck endlich aus, wer du bist. Oder soll ich dir die Worte mit dem Messer von der Zunge kratzen? Oh shit! Jemand, der bei seinem Schnaps nicht gestört werden will. Sieh einer an. Wir haben einen richtigen Kavalier unter uns. Willst eine Stiefelpolitur, Herr? Nein, danke. Der Dreck ist zu schade für deine Hände. Bolo, hast du das gehört? Verschwindet oder ich töte euch. Verdammt, das reicht. Oh, Leute. Ach, schade, Mann. Jetzt wird der eine ganz schwer herausfinden, ob wir wirklich zwei Schwänze haben. Anscheinend ist er geil darauf. Komm schon, komm näher. Hey. So, Nummer 1. Haut ihn weg! Na komm schon. Oh. Reihe bilden. Alter. So. Weißt du nicht, was geschieht, wenn der Baron von diesem Massaker erfährt? Das Dorf. Er wird es niederreißen, bevor jemand sagen kann, dass es ein reisender Mutant war. Er hat eine eiserne Faust. Wo ist Hendrik? Bist du taub? Verstehst du nicht? Der Baron wird das nicht durchgehen lassen. Beruhige dich. Euer Baron ist kein Trottel. Er wird wohl kaum glauben, ihr Einwohner hättet seine Männer mit Feldwerkzeug niedergemacht.
Wo ist denn nun Hendrik? Er lebt in Heidfelde. Noch nie davon gehört. Auf der anderen Seite des Hügels. Heute früh sah ich dort ein seltsames Glühen. Kaiserliche Truppen auf Beutezug vielleicht. Wer weiß. Weißt du noch etwas über Hendrik? Merkwürdiger Typ. Kam grundlos aus dem Nichts. Machte sich an eine Witwe heran, deren Mann für einen Laib Brot niedergestochen wurde. Die Männer des Barons mögen keine Fremden. Ja. Und er ging ihnen immer aus dem Weg. So als wüsste er stets, wann sie kommen. Er ist dann immer verschwunden. Danke, Wirt. Nimm den Hinterausgang. Es sind noch mehr Männer des Barons im Dorf. Kein Grund, sich um mich zu sorgen. Besser, du machst keinen Ärger mehr. Ist besser für dich und für mich. Ja. Ja, er hat ja schon recht. Ich bringe immer die anderen Leute dadurch automatisch mit in... ich ringe die mit in die Scheiße rein, aber... Ich lasse mir halt auch nicht ans Bein kacken. Hier gibt's gar keinen Hinterausgang. Komm schon, komm näher. Komm schon. Lei, 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 lei. Oh shit. Komm doch her, ihr Schweine! Oh shit, die Pferde drehen durch. Ist deren Schwert ja gar nicht mal so schlecht. Da. Gegrilltes Fleisch. Können wir bestimmt auch essen wie ein Monster Hunter, oder? Ey, fucking nochmal, ich brauche einen Schmied, Mann. Ich brauche einen scheiß Schmied. Mal gucken. Stahlschwert. Ey, das ist wirklich nicht viel schlechter eigentlich. Obwohl, vielleicht, ja, ich denke mal, ich weiß es nicht, wenn jetzt die, wie sagt man, komm schon, sag schon, die Eigenschaften des Schwertes hier, was ja auch übrigens ein Velena Langschwert ist, sehe ich gerade, aber das ist ja ein Meistergegenstand, werden die Eigenschaften des Schwerts gerade irgendwie verringert, weil es kaputt ist, oder ist es trotzdem immer, es müsste wahrscheinlich verringert werden aktuell, ne? Weil es kaputt ist. Ich gehe mal stark davon aus. Deswegen, aber egal, wir nehmen erstmal das, solange ich auf der Suche bin nach irgendwelches Heilzeug, beziehungsweise Reparaturzeug. Und ja, das war's erstmal für diesen Part, Leute. Wir hatten einige Action-Jackson-Aktionen hier. Aber ihr habt ja gesehen, also ich bin schon ein netter Typ, wenn es sein muss. Aber ich lasse mich nicht ans Bein pissen. So einfach ist die Geschichte. So. Gut, beim nächsten Mal machen wir weiter. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Mir macht das Kämpfen auch hier echt Bock. Und ja, die Welt sowieso. Ihr wisst ja, ach, Mann, ich brauche euch nichts erzählen. Witcher ist geil. So, bis zum nächsten Mal. Haut rein.